Hallo und herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading. Am Anfang dieses Videos möchte ich natürlich auch wieder gerade die neuen Zuschauer unter euch auf die Videobeschreibung bzw. Infobox aufmerksam machen. In dieser Infobox unterhalb von diesem Video findet ihr zum Beispiel die Karten, die ich in meinen Readings verwende, aufgelistet. Ihr habt dort Zugang zu meinen Social Media Links, zu meiner E-Mail-Adresse, auch zu jedem einzelnen Info- und Special-Video, das ich im Laufe der Zeit gemacht habe. Euer aktuelles Jahresreading könnt ihr dort unten verlinkt finden, genauso wie natürlich das weiterführende Reading über diese Legung hier, welches ihr euch im Resonanz- und im Interessensfall natürlich gerne anschauen könnt. In einem allgemeinen Reading gelten so manche Grundregeln, sage ich jetzt mal, das ist zum Beispiel, dass die Zeit fließend ist, dass die Hof- und Personenkarten in einem allgemeinen Reading neutral gedeutet werden und vor allem auch, dass die Rollen hier und da vertauscht sein können. Ich würde mich sehr über einen Like natürlich unter diesem Video freuen, genauso wie ich mich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich kann damit viel anfangen und mir kommt das sehr zugute. Ihr habt natürlich keinerlei negativen Konsequenzen daraus zu befürchten. Dies vorweg zur Information und ich wünsche euch jetzt viel Freude bei dem Reading. So, liebe Steinböcke, eure Karten sind gemischt und ausgelegt. Natürlich decken wir sie wie gewohnt gemeinsam auf. Der Büffel bzw. das Bison ist euer Krafttier für diese Zeitspanne. Überfluss und Beständigkeit sind eure Hauptenergien. Sei dir treu, bleibe beharrlich und ausdauernd auf deine Vision ausgerichtet. Die erste Karte in diesem Reading ist der Narr. Der Narr ist eine ganz typische, ja und eigentlich auch ganz klassische Neustartskarte. Es beginnt hier zumeist etwas Neues, ob das jetzt eine Denkrichtung ist, die hier neu in der Existenz sein könnte oder dass viele von euch vielleicht auch in einem ganz bestimmten Genre in ihrem Leben eine Neuerung stattfinden lassen wollen. Man könnte sich hier neu orientieren, umorientieren. Man könnte vielleicht auch mit etwas konfrontiert werden, mit dem man bislang noch nie zu tun hatte. Dass man da vielleicht am Anfang sich etwas anpassen müsste, dass das vielleicht einem fremd vorkommt. All das kann tatsächlich gut und gerne in vielerlei Genre natürlich in eurem Leben der Fall sein. Ein Neustart kann natürlich jetzt durch äußere Umstände herbeigeführt werden. Er kann aber natürlich auch durch Eigeninitiative herbeigeführt werden. Ob man das jetzt geplant hat, sich neu zu orientieren oder mit neuen Situationen konfrontiert zu werden oder ob das etwas ist, was man zunächst einmal verarbeiten muss, wo man sich anpassen muss oder reinarbeiten muss. Das kann so oder so natürlich sein und möchte ich mir noch anhand der Klärungen und Spiegelungen genauer anschauen. Hier haben wir den Stern. Der Stern ist eine sehr vielseitig zu deutende Karte. Der Stern hat etwas mit Zielen, Wünschen und Träumen zu tun, die man natürlich auch gedenkt zu erreichen, die man gedenkt umzusetzen. Eine von drei Heilungskarten ist das hier und diese Heilung oder der heilungstechnische Aspekt hat häufig dann etwas mit einer gewissen Klarheit zu tun, was die dritte Deutungsvariante ist. Klarheit zu erlangen oder sich klar zu werden, was man im Leben haben möchte, ist eine beispielhafte Formulierung, sich klar darüber zu werden, wie man bei jemandem steht, wie jemand über einen selbst denkt, wie man aber auch selbst über jemanden denkt, ist dann eher natürlich ein zwischenmenschlicher Aspekt und hat aber auch etwas mit einer gewissen Klarheit, mit einer gewissen Einsicht oder einem Einblick zu tun. Das sind die heilungstechnischen Aspekte des Sternes. Gerade mit dem Narren kann es hier, wie gesagt, eine neue Konfrontation geben, eine neue Situation entsteht, ob man selbst dafür sorgte oder ob sie jetzt schlichtweg auf einen zukommt, kann natürlich nach wie vor dahingestellt sein. Die Fünf der Kelche. Die Fünf der Kelche ist in der Mitte des Readings oben eine häufig überstrahlende Energie. Es ist hier generell eine eher negative Energie zu sehen, die auf Reue, auf möglicherweise auch Missmut, auf manchmal sogar so etwas wie Eifersucht oder Neid hinweisen kann. Die Fünf der Kelche kann man gegenwärtig deuten oder vergangenheitsbezogen deuten. Wenn es mit der Vergangenheit hier zu tun hat, betrauert man beispielsweise etwas getan oder vielleicht auch etwas nicht getan zu haben. Da denkt man hinterher, da trauert man hinterher, man fragt sich, warum habe ich nicht, anstatt ich doch einfach gemacht hätte. Also dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette kann hier häufig darin dargestellt sein. Aber gegenwärtig bezogen hat man es hier häufig mit einer eher trübe stimmenden Situation zu tun. Die negative Grundstimmung, man kann auch Trübsal natürlich dazu sagen. Gerade die Mitte wird mir da noch etwas mehr verraten können. Der Ritter der Münzen.
Der Ritter der Münzen, eine Hofkarte im Erdzeichen. Natürlich ist zu den Hofkarten zu sagen, dass nicht unbedingt entscheidend ist, welches Element hier drin dargestellt ist, sondern dass die Charakteristik für euch selbst oder natürlich auch für einen Bezugsmenschen im Resonanzfall wichtig und ausschlaggebend ist. Es kann also jede einzelne Hofkarte, auch jedes einzelne Sternzeichen darstellen. Der Ritter der Münzen ist eine ausdauernde Person, jemand Gemütliches, Gemächliches, jemand, der nicht überheblich ist. Der Ritter der Münzen hat häufig Ziele, Wünsche und Träume, das sehen wir auch hier in der Spiegelung zum Stern, die er oder sie natürlich dann auch verfolgen möchte. Das muss jetzt nicht von heute auf morgen passieren, da wird man auch nicht ungeduldig. Man weiß, dass manche Dinge eine gewisse Entwicklungszeit brauchen, es ist auch der langsamste aller Ritter. Dennoch ist es eine Bewegungskarte und mit diesen Eigenschaften sehen wir hier auch schon, sei dir treu, bleibe beharrlich und ausdauernd auf deine Vision ausgerichtet. Beharrlichkeit und Ausdauer sind zwei Grunddeutungen des Ritters der Münzen und deswegen meine ich auch viele von euch darin zu erkennen, jedenfalls natürlich energetisch gesprochen. Es könnte sein, dass hier etwas, was eine Klarheit darbot möglicherweise, also worüber man sich schon bereits im Klaren war, was hier im Laufe einer gewissen Zeitspanne womöglich eine gewisse Unklarheit dann entwickelte. Etwas, was vorher sicher war, ist jetzt nicht mehr so sicher. Etwas, wo man vorher gar nicht mehr darüber nachdenken musste, das regt einem doch jetzt schon sehr zum Nachdenken an. Und das wieder zu stabilisieren oder zu restabilisieren, das kann natürlich gut und gerne hier ein gewisses Anliegen von vielen von euch darstellen, worüber ich natürlich dann auch wiederum mehr erfahren möchte. Die Sechs der Münzen. Die Sechs der Münzen ist im zwischenmenschlichen Sinne das Geben und Nehmen. Das Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Ich bin für dich da, du bist für mich da. Das ist der zwischenmenschliche Aspekt, wo es dann um Gleichheit, Gleichgestelltheit gehen kann. Und das könnte hier natürlich dann auch gut und gerne auf eine gewisse Ausgewogen oder Ausgeglichenheit hinweisen, die man hier einführen möchte. Sechs der Münzen in der Spiegelung zum Narren. Es soll hier in einem bestimmten Bereich in eine neue Richtung gehen. Es werden hier andere Seiten aufgezogen, kann man genauso sagen. Beziehungsweise scheint mir das das Anliegen des Ritters der Münzen zu sein. Die Sechs der Münzen kann man aber auch ja, persönlich deuten bzw. spezifisch deuten. Dann hat das hier eher etwas mit dem, ja, mit dem Geld zu tun, mit den Finanzen, mit der Wirtschaft oder der Wirtschaftlichkeit. Es kann hier gut und gerne dann auch zu einem Aufschwung kommen, dass man hier gut haushaltet möglicherweise, dass man hier mehr oder bessere Investitionen tätigt oder schon bereits getätigt hat, die sich hier jetzt auszahlen können. Das sind, wie gesagt, spezifische Beispiele, die natürlich nicht für jeden einzelnen von euch greifen müssen. Ich werde noch abwarten müssen, ob ich jetzt hier weitere Hofkarten oder Personenkarten bekomme, ob das jetzt hier eher den zwischenmenschlichen oder dann doch eher den persönlichen Bereich beinhaltet bzw. auch darstellen möchte. Die Sieben der Kelche ist hier im Outcome. Die Sieben der Kelche ist eine sehr vielseitig zu deutende Karte. Die Sieben der Kelche kann auf eine gewisse Verwirrung oder Konfusion hinweisen, die meistens daher rührt, dass das Herz und der Kopf nicht unbedingt immer einer Meinung sind. Wenn der Kopf das eine denkt und das Herz das andere fühlt, und die beiden dann fast schon gegenteiliger Natur sind, diese Anliegen, dann ist man häufig in einer gewissen Hin- und Hergerissenheit, wie auch schon vorhin gesagt, in einer gewissen Verwirrung, Konfusion. Man weiß nicht, welchen Weg man gehen soll. Die Sieben der Kelche kann auch Träume sind Schäume-Energie bedeuten. Es würde dann eher darauf hinweisen, dass jene Anliegen, jene Ziele, die man hier mit dem Stern beispielsweise verfolgt, tatsächlich dann noch eine längere Entwicklungszeit benötigen würden, bis sie realisiert werden können. Manche könnten hier auch tatsächlich zerplatzen. Wie eine Blase, die zerplatzt, könnte hier auch der ein oder andere Traum zerplatzen. Das ist aber noch abzuwarten, da wird mir das weiterführende Reading mehr sagen können. Denn diese Sieben der Kelche steht im Moment einzig und alleine da hinten. Es kann hier auch gut und gerne auf mehrere Möglichkeiten hinweisen. Man hat hier häufig eine Art Auswahl, eine Art ja, Option, die man ziehen könnte oder natürlich auch mehrere Optionen. Plan A bis Plan C, B, C, D, E, F, G könnte hier gut und gerne dargestellt sein, wenn ihr versteht, was ich euch damit sagen möchte. Nicht nur auf eine bestimmte Art und Weise kann man erfolgreich sein, sondern häufig auf mehrere Arten und Weisen. Viele Wege führen nach Rom, ist da das klassische Sprichwort dafür. Die Sieben der Kelche kann, wie gesagt, also wie ihr merkt, auch schon recht vielseitig noch interpretiert werden. Da brauche ich die weiteren Outcome-Karten oder wie auch schon gesagt, könnten mir die weiteren Klärungen und Spiegelungen da noch mehr Einsicht
Gewehren. Das ist der König der Schwerter. Ebenso eine Hofkarte, in dem Fall im Luftzeichen. Und hier haben wir jemanden, der sehr viel in seinem Kopf unterwegs ist. Jemand, der sehr klar denkt, beziehungsweise auch häufig recht intelligent ist. Der König der Schwerter gilt als ganz klassischer Kopfmensch. Das ist jemand, der auch häufig sehr fundierte Entscheidungen trifft, die dann aber auch nur getroffen werden, wenn er oder sie sich nahezu 100% sicher ist, dass jene Entscheidung auch tatsächlich die für ihn oder sie richtige ist. Der König der Schwerter ist hier auf den Narren geklärt und es mag hier tatsächlich eine neue Denkrichtung geben. Es mag hier möglicherweise tatsächlich eine Art Neuerung oder eine Art möglicherweise auch neue Option entstanden sein, über die man zunächst einmal sich versucht, ein Bild zu machen. Es könnte eure Kopfenergie sein hier, natürlich, liebe Steinböcke, wo man jetzt sich hier mit einer Konfrontation eines bestimmten anderen Menschen vielleicht auch sogar sehen kann oder dass hier generell in einem bestimmten Genre in eurem Leben etwas Neues passiert ist, mit dem man zunächst einmal klarkommen muss, dass man zunächst einmal analysiert, beobachtet, beziehungsweise sich, wie gesagt, darüber ein Bild verschaffen möchte. Es kann hier mit dem König der Schwerter auf den Narren geklärt auch eine Art Neuorientierung, was das Denken angeht, was eine Philosophie angeht, was eine Meinung angeht, darstellen. Denn wir sehen hier den König der Schwerter nach links orientiert, auf einen Neustart geklärt. Das bedeutet, dass man früher eine ganz bestimmte Ansicht hatte, eine ganz bestimmte Meinung vertrat, was hier mit dem Narren gut und gerne in eine, wie gesagt, neue Richtung gehen könnte. Man wurde vielleicht eines Besseren belehrt oder man sieht etwas ganz Bestimmtes nicht mehr so wie früher. Das sind alles natürlich beispielhafte Formulierungen und will ich mir auch noch genauer ansehen. Hier haben wir den Herrscher. Der Herrscher ist in einem allgemeinen Tarot-Reading auch stets für ein ganz bestimmtes Gegenüber von euch dargestellt. Das ist jemand, der euch wichtig zu sein scheint. Das ist jemand, der gut und gerne auch einen gewissen Einfluss auf euch haben könnte, ob er oder sie will oder nicht und ob ihr wollt oder nicht. Der Herrscher auf den Stern kann gut und gerne klassischerweise der Traummann oder die Traumfrau sein, weil hier haben wir Wunsch, Ziel und Traum. Hier haben wir ganz konkret eine Person. Und das seid nicht ihr selbst, liebe Steinböcke, ihr selbst werdet in der Herrscherin dargestellt im allgemeinen Tarot und das scheint mir hier eben ein Bezugsmensch von euch zu sein. Natürlich können dennoch die Rollen vertauscht sein. Der Herrscher auf den Stern, es könnte hier einen Menschen geben, mit dem viele von euch Pläne haben, vielleicht auch Träume realisieren wollen im Zusammenhang mit diesen ganz bestimmten Menschen. Es wäre auch gut und gerne möglich, dass sich über einen ganz bestimmten Mensch, liebe Steinböcke, eure Meinung, eure Haltung oder die Sichtweise, wie ihr ihn oder sie bislang betrachtet habt, geändert haben könnte. Das sagen mir hier schon diese vier Karten in Kombination, wo man beispielsweise diesen Mensch als normalen Arbeitskollegen beispielsweise angesehen hat oder betrachtet hat, könnte es hier Vorkommnisse geben, die diesen Menschen in einem anderen Licht darstellen lassen. Das ist natürlich weiterhin beispielhaft zu behandeln. Ich weiß nicht, in welchem Genre dieser Mensch bei euch vertreten ist. Ich weiß nicht, ob das ein Nachbar ist, ein Familienmitglied, ein Arbeitskollege, ein Bekannter oder jemand, den ihr vielleicht auch erst neu kennengelernt habt, der dann aber in kürzester Zeit euch sehr nah ans Herz gewachsen ist. Auch das wäre hier gut und gerne vorstellbar. In der Mitte des Readings auf die 5 der Kelche geklärt haben wir den Pagen der Stäbe. Der Page der Stäbe ist eine Hofkarte im Feuerzeichen. Auch hier ist es wiederum wichtig, die Charakteristik natürlich zu deuten. Und der Page der Stäbe ist eine frohmütige Person, ein Freigeist, sagt man auch gerne dazu, häufig sehr attraktiver Mensch. Der Page der Stäbe ist weiterhin jemand, der fidel ist, der abenteuerlustig ist, vieles. Vielleicht auch ein bisschen kindlich oder kindisch betrachtet. Jemand, der vielleicht den Ernst der Lage nicht erkennt, jemand, der vieles auf die leichte Schulter nimmt. Der Page der Stäbe auf die 5 der Kelche ist ganz klassisch jemand, der so manche schlechten Dinge unter den Teppich kehrt, damit das Positive glänzt sozusagen. Jemand, der vieles in einem positiven Licht darstellt, obwohl es auch teilweise Schattenseiten geben könnte. Diese Art von Mensch scheint mir entweder euer Gegenüber zu sein oder es scheint ihr selbst zu sein. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es hier mit mehreren Menschen als zwei zu tun habe. Das würden mir noch weitere Karten, wie beispielsweise die 3 der Schwerter oder die 3 der Kelche, verraten. Nach wie vor ist das aber dennoch beispielhaft zu behandeln. Das Ass der Kelche. Ja, das könnte jetzt gut und gerne eine, ich sage jetzt mal tatsächlich sehr, sehr gut, eine Neuorientierung geben. Das Ass der Kelche könnte hier gut und gerne einen neuen Wind wehen lassen, eine neue
Szenerie einkehren lassen, das Ass der Kelche. Jedes einzelne Ass im Tarot kann für Neustart oder jedenfalls zum Neustartpotenzial dargestellt sein. Das Ass der Kelche spricht von Gefühlen und Emotionen. Gefühle, die entweder aufkommen in einem oder vielleicht auch eine Zeit lang im Zaum gehalten werden, unterdrückt werden, möglicherweise auch tatsächlich unter den Tisch gekehrt werden. Man hat sich nämlich möglicherweise bislang seinen Empfindungen entsagt. Das könntet ihr oder euer Gegenüber, vielleicht sogar ihr beide natürlich gemacht haben. Mit dem Ass der Kelche auf den Herrscher in der Spiegelung bedeutet es dann also entweder das Unterdrücken von Gefühlen, das denen nicht nachkommen. Man mag diesen Menschen, man sympathisiert ihn, man ist neugierig und man möchte mehr mit diesem Menschen unternehmen, ihm oder ihr näher kommen. Das möchte man alles. Aber man hat sich da so ein bisschen im Zaum gehalten. Vielleicht aus Vorsicht, vielleicht aus Prinzip, vielleicht aus falschem Fokus. Vielleicht daher, weil man viel zu viel zu tun hatte, um sich jetzt auch noch der Zwischenmenschlichkeit, der Liebe, der Zuneigung zu widmen. Das sind alles beispielhafte Formulierungen, die hier gut und gerne eine bisherige Vorgehensweise deklarieren könnten. Da ich hier schon so viele Personenkarten habe, meine ich, dass es hier mindestens um eine weitere Person außer euch in diesem Reading geht, liebe Steinböcke. Ja, ich habe es, glaube ich, vorhin gesagt, in der Herrscherin seid ihr dann selbst dargestellt. Die Herrscherin ist die Karte im Tarot, die ganz klassisch für die eigene Energie steht. Die Herrscherin, der Herrscher in dem gleichen Reading, ist etwas, was nicht allzu häufig vorkommt. Es deutet häufig auf eine sehr starke Verbindung zwischen zwei Menschen hin, die aber, so wie ich das im Moment sehen kann, im Moment auch nicht wirklich ausgelebt wird. Ich gebe euch natürlich gerne mehrere Beispiele. Liebe Steinböcke, ihr könntet hier gut und gerne in mehreren Personenkarten natürlich energetisch vertreten sein, was Charakteristiken angeht, was typische Vorgehensweisen angeht, was Arten und Weisen generell angeht, kann ich auch hier schon diesen ersten kurzen Satz "Sei dir treu" gut damit verbinden. Man hat hier beispielsweise an einem Projekt gearbeitet. Ihr habt euch konzentriert auf euren Job, auf eure Selbstständigkeit, auf eure Berufung, auf euer Hobby, auf was auch immer, vielleicht auch die Finanzen, vielleicht auch die Familie, auf definitiv Dinge, die euch wichtig waren und wahrscheinlich auch noch wichtig sind. Es gab hier womöglich schon länger einen Menschen in eurem Leben, den ihr jetzt nicht zum ersten Mal über den Weg laufen könntet und an den ihr nicht zum ersten Mal jetzt denkt. Das ist der Herrscher. Der Herrscher ist jemand, ob man will oder nicht, er macht etwas mit einem. Er geht einem vielleicht nicht mehr aus dem Kopf. Manchmal träumt man von ihm oder ihr. Es kann hier gut und gerne sein, dass dieser Herrscher doch schon einen prägenden Teil in eurem Leben spielt, euch neugierig macht, möglicherweise auch eine gewisse Anziehungskraft auf euch ausübt. Aber, und das ist eben das große Aber, man ist dem bislang noch nicht nachgegangen. Man war entweder der Meinung, dieser Mensch, der passt nicht zu mir oder ich brauche es gar nicht versuchen oder ich kann mich jetzt nicht mit anderen Menschen auseinandersetzen. Ich habe genug selbst zu tun, sind alles weitere beispielhafte Formulierungen für eine alte Denkweise, die viele von euch vielleicht bislang an den Tag gelegt haben. Es kommt jetzt aber hier potenziell zu intensiveren Gefühlen. Es könnten natürlich jetzt hier Begegnungen stattfinden. Es könnte sein, dass ihr hier kommuniziert. Es könnte sein, dass sich dieser Mensch vielleicht auch ein bisschen verändert hat oder sich immer mal wieder, ob jetzt physisch, also in der Präsenz oder vielleicht auch in eurem Kopf oder in eurem Herzen in den Vordergrund drängt. Das sei natürlich dahingestellt, aber das alles in Summe. Ich glaube, dass man nicht mehr länger, ich sage jetzt mal, zuschauen kann, das Ganze nicht mehr länger einfach so nebenbei laufen lassen könnte, dass man sich beispielsweise zu jemandem hingezogen fühlt, aber dieser Anziehung nicht nachgeht. Man hat hier keine Andeutungen gesehen. Man hat definitiv nicht unbedingt auch gesehen, dass das Gegenüber jetzt einen mit offenen Armen empfangen würde. Und man hat es sich vielleicht auch auf Basis dieser Schüchternheit, auf Basis dieser Distanz oder eben weil man sich auf andere Dinge konzentriert hat, dass man dem nicht nachgegangen ist. Man hat sich gedacht, okay, dieser Mensch, ja, sieht attraktiv aus, finde ich auch interessant, würde ich gerne näher kennenlernen, aber er oder sie macht jetzt nicht den Eindruck, dass er oder sie mich haben möchte. Und das ist so die bisherige Meinung, die bisherige Einstellung gewesen von mindestens einem von euch beiden, vielleicht auch euch beiden,
Aber das kann hier gut und gerne zu einer 180-Grad-Wendung kommen. In dem Sinne dann. Mit dem Parschen der Stäbe wäre man gut und gerne in der Lage, dass man das, was man bisher geglaubt hat, einfach mal über Bord wirft und sein Glück versucht sozusagen. Spontanität, Impulsivität, das sind dann weitere beispielhafte Szenarien, die hier gut und gerne noch in der Entstehungsphase sein können und die hier gut und gerne zu dem ein oder anderen Durchbruch führen können. Das ist der Wagen. Der Wagen befindet sich hier im Outcome. Es ist die zweite Outcome-Karte in diesem Reading und der deutet hauptsächlich auf Fortschritt hin, auf Mobilität, auf Durchbrüche, ein Weiterkommen dort, wo man vorher nicht weitergekommen ist. Der Wagen im Speziellen kann etwas mit Umzügen zu tun haben, mit Reisen zu tun haben oder mit Besuchen zu tun haben. Manche von euch, und das sind dann eher nebensächliche Szenarien, die könnten hier in der Mitte August bis Ende August eventuell die ein oder andere Reise antreten, einen Urlaub machen, Besuch bekommen, vielleicht sogar umziehen. Das kann natürlich auch sein. Der Wagen im Outcome mit den 7 der Kelchen gemeinsam gedeutet, könnte hier gut und gerne eine Art neuen Weg, eine Art neue Richtung bescheren oder darstellen, den man jetzt ausprobieren möchte. Einen Weg, von dem man bislang wusste, er ist da, aber man hat ihn noch nicht beschritten. Und dieser Weg, der führt dann beispielsweise abseits von den persönlichen Angelegenheiten und dann zu den zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Wenn man beispielsweise bislang ein Eigenbrötler war, wenn man sich beispielsweise bislang auf Persönliches stark und ausschließlich konzentrierte und diesen Menschen vielleicht nebenbei behandelte. Man wusste, es gibt hier einen Menschen, mit dem vielleicht mehr drin sein könnte, aber dem mehr hat man sich bislang noch nicht gewidmet. Und wie gesagt, das könntet ihr gemacht haben oder euer Gegenüber, vielleicht auch ihr beide natürlich gleichzeitig und gemeinschaftlich gemacht haben. All das wäre hier gut und gerne denkbar. Man ist dann in dem Sinne sich selbst treu geblieben, dass man das weitergeführt hat bislang, woran man arbeitete, was man kannte, was die Routine war, was der Alltag war, was man hier definitiv nicht anders gewohnt war. Und wenn man sich in dieser Art und Weise treu bleibt und das nicht nur einer, sondern beide machen und beharrlich auf ihre persönlichen Angelegenheiten ausgerichtet bleiben, dann wird etwas ganz Bestimmtes wahrscheinlich niemals passieren und das ist dann das In-Kontakt-Kommen logischerweise. Ich sehe euch hier weder aufeinander gespiegelt, noch geklärt, noch konjungierend und ein Herrscher und eine Herrscherin, die, um es jetzt ganz einfach auszudrücken, eigentlich nebeneinander gehören, wenn ihr versteht, was ich meine, die sind hier definitiv nicht in dem Kontakt, nicht in der Interaktion und auch nicht in der Beständigkeit, wie es eigentlich für sie potenziell vorgesehen ist. Weil diese beiden hier, die haben definitiv eine schicksalshafte Verbindung. Die beiden hier, die laufen sich nicht einfach so zufällig über den Weg im Leben. Diese beiden haben eine Aufgabe zu verrichten im jeweils Leben des Gegenübers. Und das ist etwas, was hier noch nicht in dem vollsten Maße oder in dem Ausmaße passiert ist, wie es wahrscheinlich angedacht ist. Zu diesen Ausmaßen kann es jetzt hier noch kommen. Es kann hier gut und gerne dieses viele Wege für nach Rom geben, in dem Sinne, dass man sich hier aber für einen Weg entscheidet, der fernab von dem Gewohnten und hin zu dem Ungewohnten, ergo auch Zwischenmenschlichen, führen könnte. Wer jetzt diesen Weg geht von euch beiden, das könntet ihr machen, könnt ihr euer Gegenüber machen, könntet ihr beide machen, könnte natürlich aber auch keiner von euch beiden machen. Es liegt jetzt hier nahe, dass jener Kopfmensch von euch beiden, und ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ihr der klassische Kopfmensch seid, liebe Steinböcke, oder ob das eher auf euer Gegenüber zuzuschreiben ist, aber der klassische Kopfmensch unter euch beiden, der hier dann dargestellt ist, der scheint hier tatsächlich auch zu dem Zepter zu greifen, der dann eine derartige Handlung, wie ich sie beispielhaft gerade formuliert habe, einleiten könnte. Ich habe hier das nächste Ass, Neustadt, ich habe es euch schon gesagt, hier ebenso Neustadt in der Spiegelung. Und das Ass der Stäbe ist teilweise auch Spontanität, Kreativität, Leidenschaft, Fleiß, Einbringungsvermögen. Man kann auch von der Energie oder von dem Engagement sprechen. Feuer kann man hier auch gut und gerne sagen und manchmal ist es auch körperliche Anziehung. Gerade wenn ich jetzt hier ja eigentlich eine ganze Reihe, fast eine ganze Reihe mit Personenkarten habe, es kann hier gut und gerne auch auf ein Auf und Ab hinweisen. Das heißt, mal denkt man mehr an einen ganz bestimmten Menschen und es gibt Tage, da denkt man gar nicht an einen ganz bestimmten Menschen. Und dann gibt es auch Zeiten, wo man sich hingezogen fühlt zu jemandem und es gibt Zeiten, wo man diese Anziehung kaum wahrnimmt. Das kann hier eben dieses Heiß und Kalt sein, dieses Auf und Ab sein, was jetzt nicht unbedingt mit dem Verhalten des Gegenübers zu tun haben muss, aber mit dem eigenen Empfinden zu tun haben kann. Und wie gesagt, das kann euch betreffen, das kann aber auch natürlich dann euer Gegenüber betreffen. So oder so, Ass der Stäbe auf König der Schwerter, jener von euch beiden, der bislang
geglaubt hat oder gedacht hat, jene Gefühle, jene Emotionen unterdrücken zu können, denen nicht nachkommen zu müssen, wunderbar alleine zurechtzukommen und auch jetzt nicht unbedingt den größten Wert auf zwischenmenschliches In-Kontakt-Kommen gelegt hat. Jener von euch beiden scheint mir hier dargestellt zu sein und jener von euch beiden scheint mir hier eine Art Umschwung in dem persönlichen Denken zu erleben. Das ist dann hier diese 180-Grad-Wende, von der ich gerade schon gesprochen habe. Ich bin gespannt, wohin das hier potenziell noch führt. Zum Neustart. Okay. Also, ihr merkt es sicherlich spätestens auch jetzt selbst, liebe Steinböcke, auch wenn man sich jetzt wenig mit dem Tarot auskennt. Wie gesagt, Asse, Neustartpotenzial, na, ganz klassische Neustartskarte. Ich habe hier jemanden, der sich in Bewegung setzt, nachdem er oder sie möglicherweise hier eine Zeit lang einem ganz bestimmten festgefahrenen Denken Tag für Tag sozusagen auslebte. Das kann man hier sehen, das kann man hier sehen, das kann man hier sehen. Das ist vergangenheitsbezogen, vergangenheitsbezogen, vergangenheitsbezogen. Und es wäre hier gut und gerne ebenso möglich, dass ihr diese Kehrtwende macht, dass man sich jetzt quasi zu jemanden hinzubewegt, anstatt parallel neben jemanden herzulaufen. Und ich denke, ihr wisst, was ich euch mit dieser Metapher sagen möchte. Es kann genauso natürlich sein, dass das euer Gegenüber jetzt praktiziert. Der Narr auf den Herrscher ist entweder der Neustart, man könnte auch sagen, das Intimwerden, man könnte sagen, den Kontakt knüpfen, man könnte sagen, das Durchdringen, je nachdem, wie ihr mit diesen Menschen bislang kommuniziert oder interagiert, wenn überhaupt, dann kann das hier gut und gerne intensiver natürlich werden. Wenn man diesen Menschen hier lediglich kennt, wenn man seinen Namen vielleicht kennt, aber kaum Kontakt hat mit diesen Menschen, könnte eben dieses Kontaktknüpfen hier stattfinden. So oder so, Neustart, auf Wunsch, auf Stern, also auf Ziel, auf Wünsche, auf Träume, auf Anliegen, auf das, was man vorhat. Und da ist der Herrscher dazwischen. Ich meine, man muss ja eigentlich nur eins und eins zusammenzählen und dann geht man hier dem nach, zu dem man sich bestimmt fühlt, zu dem man sich berufen fühlt, auf das man Lust hat und das, was einem interessiert. Und da könnte es gut und gerne eben dieses bislang festgefahrene, ich bleib bei mir und ich bleibe mir treu und ich tue das, was ich am besten kann und konzentriere mich auf nichts anderes außer meine eigenen persönlichen Angelegenheiten. Das mag natürlich eine Zeit lang funktionieren und das mag auch nicht unbedingt ein schlechtes Vorgehen sein. Versteht mich bitte nicht falsch, liebe Schreinböcke, aber wenn da Gefühle im Spiel sind, wenn da Emotionen dabei sind, die man einem ganz bestimmten Menschen zuschreiben kann und man vielleicht sogar wissentlich unterdrückt, weil man ja sonst nicht dem nachkommen könnte, was persönliche Angelegenheiten sind, dann hat das hier gut und gerne etwas mit angestauten Gefühlen zu tun, die jetzt nicht länger im Zaum gehalten werden können. Und jener von euch beiden, der das hier bislang eine Zeit lang praktizierte, wird das auch spätestens hier wahrscheinlich merken. Die Vier der Münzen. Die Vier der Münzen ist häufig Priorität, Favorisierung, Gewichtung. Man könnte hier kurzum sagen, das, was euch oder eurem Gegenüber bislang am wichtigsten war, war Thema Nummer 1, hat sozusagen auch oberste Priorität gehabt. Man hat aber dabei, und das sehen wir hier ganz deutlich, mit den Vier der Münzen auf die Fünf der Kelche, ein wichtiges Thema übersehen, etwas vielleicht nebensächlich behandelt, etwas vielleicht sogar gar nicht wahrhaben wollen. Manche wussten, es ist da, manche haben aber dem Ganzen nicht unbedingt eine gewisse Bedeutung zugeschrieben. Und mit diesem Etwas meine ich entweder euch, dann betrifft es euer Gegenüber, oder ich meine euer Gegenüber, dann betrifft es eher euch. So oder so hat man bislang jemanden, man könnte es jetzt so ausdrücken, nicht für voll genommen, beziehungsweise ignoriert, beziehungsweise klein geredet oder klein gehalten. Man hat schon gemerkt, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, merkt man, ich habe da Interesse an jemanden, ich fühle mich zu jemandem hingezogen, jemand interessiert mich. Und das muss natürlich jetzt nicht unbedingt Traummann oder Traumfrau sein oder sich mit einer Wunschpartnerschaft natürlich dann auch betiteln lassen, sondern es kann sich natürlich auch um jedweden Menschen handeln. Wenn man hier beispielsweise mit seinem Vater sich verkracht hat oder gerne generell ein besseres Verhältnis zu einem bestimmten Familienmitglied führen möchte, dann hat man das bislang, wie es ein Page der Stäbe eben typisch macht, auf die leichte Schulter genommen. Es war zwar ein Wunsch, ist, ja, man hätte jetzt nichts dagegen, wenn es passiert, aber so richtig was dafür zu tun, das kam einem bislang nicht in die Tüte, beziehungsweise hat man darüber noch nicht wirklich nachgedacht. So naiv oder blauäugig, ein Page der Stäbe dachte, ja, das sind zwar Gefühle, ja, das sind zwar Anliegen und ich habe da auch das ein oder andere vor, aber so richtig priorisiert, so richtig wichtig, so richtig mit Nachdruck oder mit wirklich dann auch an Engagement oder Energie ist man dem Anliegen bislang nicht nachgekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das seid oder ob das euer Gegenüber ist. Es könnte eben diese Charakteristik, deswegen ist auch die Charakteristik so wichtig zu deuten, das könnte eure oder die des Gegenüber sein, vielleicht auch von euch beiden bislang.
Sieben der Münzen. Das ist das langsam aber sicher, könnte man sagen. Abwarten und Tee trinken, sagt man gerne dazu. Beziehungsweise ist es eine ganz klassische Zeitkarte und hat häufig auch etwas mit dem Arbeiten zu tun, welches aufgeschoben wurde. Sieben der Münzen auf den Ritter der Münzen. Es könnte hier langsam aber sicher jemand Bewegung ins Spiel bringen, um es so auszudrücken. Gerade mit dem Ass der Kelche dazwischen, Gefühle, Emotionen, die bislang vielleicht unterdrückt wurden, die bislang vielleicht klein gehalten wurden oder unter den Tisch gekehrt wurden, die sich jetzt aber nicht mehr unter den Tisch kehren lassen, weil schlichtweg nichts mehr drunter passt, auf gut Deutsch gesagt. Es könnte hier gut und gerne eben von einer Art Gefühlsausbruch die Rede sein. Da hätte ich hier dann doch schon ein paar andere Karten, aber so mehr und mehr möchte man jetzt Empfindungen nachgehen. Und die Empfindungen nach wie vor könnten euch betreffen oder sich auf das Gegenüber beziehen. So oder so scheint man hier dem nachzukommen, was man gut und gerne auch als den Ruf des Herzens bezeichnen kann. Und so richtig intensiv daran gearbeitet hat keiner von euch beiden. Und es mag mit Sicherheit auch plausible Gründe für ein bisheriges Vorgehen dieserseits sprechen. Allerdings glaube ich, dass hier diese 180-Grad-Wende bei mindestens einem von euch beiden in der Hinsicht stattfinden wird, dass man sich weniger auf eigene persönliche Angelegenheiten konzentriert und sich dann mehr an jemanden sozusagen heranwagen will, für jemanden interessiert und diesem Interesse auch nachgehen möchte, beziehungsweise sich mehr auf Zwischenmenschliches anstatt auf Persönliches konzentriert. Hier haben wir den Eremiten. Der Eremit steht für Wissen an eigenen Weise werden, Innenschau und in sich kehren. Man stellt sich hier häufig die Fragen, die essentiell sind, wenn man mich fragen würde, die ganz wichtigen Dinge im Leben. Das sind häufig philosophische oder spirituelle Fragen. Beispielsweise, wo gehöre ich hin? Wo ist mein Platz im Leben? Was macht mich glücklich? Vielleicht auch, wer macht mich glücklich? Wie schaffe ich es dann tatsächlich dann auch mein Glück zu realisieren? Bin ich zufrieden? Oder gibt es da noch mehr, was ich erreichen will in meinem Leben? Das sind Fragen, die man sich häufig durch den Kopf gehen lassen sollte, die man jetzt nicht einfach so mir nichts, dir nichts mit Ja oder Nein beantworten kann, über die man sich konkrete Gedanken machen sollte. Die Eremitenenergie ist hier auf euch als Herrscherin bezogen. Es heißt also, dass sich entweder euer Gegenüber konkret jene Fragen über euch stellt. Es kann aber auch genauso gut eure Energie, wie auch schon gesagt. Dann stellt ihr euch die Fragen, bin ich glücklich? Ist da mehr drin? Will ich noch mehr? Kommt da noch mehr auf mich zu? Bin ich zum Mehr bestimmt? Und das kann sich eben auf Persönliches, wie auch schon gesagt, Finanzielles, Materielles, Hobbymäßiges, Beruftechnisches oder auf das Zwischenmenschliche geben und nehmen. Ich bin für dich da, du bist für mich da etc. beziehen. Und ich glaube, diese beiden Nischen, also dieses Alleinige und Gemeinsame, das wird hier potenziell gegenübergestellt. Ehrlich zu sich selbst zu sein, ist da das A und O. Das ist natürlich bei euch und bei eurem Gegenüber hier das Wichtigste. Die Neun der Kelche, die Erfüllung von Gefühlen, die Erfüllung von Bedürfnissen, das Nachkommen von Forderungen, die Wunscherfüllung. Man könnte hier auch gut und gerne vom Glück, Zufriedenheit oder Wohlstand sprechen. Ich habe hier eine Glückskarte, ich habe hier eine zweite Glückskarte. Ich könnte mir hier gut und gerne vorstellen, dass viele von euch hier an einem ganz bestimmten Realisieren des Glückes arbeiten, dass man hier sozusagen das Glück sich selbst erarbeitet, können wir hier und können wir auch hier sehen. Aber was man unter dem Begriff Glück versteht, ist natürlich sehr breit gefächert. Und es wird in eurem Leben nicht nur eine Angelegenheit geben, die euch glücklich macht, liebe Steinböcke. Glücklich machen könnte euch ein prall gefülltes Bankkonto oder vielleicht auch ein tägliches Handwerk, welches euch erfüllt, welches euch vielleicht auch definiert und ausmacht. Es könnte euch aber natürlich genauso gut die Wärme, die Nähe, das Zugehörigkeitsgefühl eines ganz bestimmten Menschen glücklich machen, wenn ihr ihn oder sie in die Arme schließen könnt oder mit jemandem intim werdet oder wie auch immer. Glück ist tatsächlich im Auge des Betrachters relativ unterschiedlich zu formulieren und zu deklarieren. Aber was ist für mich Glück, ist hier eine übergeordnete Frage, die man sich hier versucht auch konkret zu beantworten. Und wenn dann die Antwort ist, Glück ist für mich dies und das und jenes, dann könnte es natürlich sein, dass man sich so manches Glück schon hat erarbeiten können. Vielleicht auch auf die Art und Weise. Stichwort Überfluss, Stichwort Beständigkeit, dass man an der eigenen Glückerfüllung oder an der eigenen Erfüllung, Überfluss, da haben wir das Wort, dass man daran bislang gearbeitet hat, aber in einem konkreten Bereich, der jetzt nicht unbedingt jemanden beinhaltete. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, liebe Steinböcke, und ich hoffe natürlich auch, dass ihr das Ganze auf die persönliche Situation beziehen könnt, weil die Frage ist jetzt, bin ich mit dem glücklich, was ich habe, oder fehlt mir noch etwas, um in entweder einem bestimmten Bereich glücklich zu sein oder um mich überhaupt erst einmal als glücklich bezeichnen
zu können. Denn es gibt viele Menschen, die denken, ich brauche niemanden, um glücklich zu sein. Und mit diesem Denken haben sie häufig auch recht, bis dann tatsächlich Gefühle und Emotionen, die sich auf einen anderen Menschen belaufen, nicht mehr zurückgehalten werden können oder unterdrückt werden können. Und dann fühlt man sich ohne der Nähe, ohne dem Zugehörigkeitsgefühl, ohne dem Ausleben dieser Emotionen tatsächlich nicht unbedingt glücklich. Und auch da, wie gesagt, muss man unbedingt ehrlich zu sich selbst sein. Ich möchte mir natürlich jetzt auch das im weiterführenden Reading genauer anschauen. Ich möchte mir anschauen, zu welchen Entwicklungen das hier noch kommen kann, weil ich kann mir hier vielerlei Entwicklungen vorstellen, in unterschiedlichste Wege tatsächlich. Ich möchte hierüber noch mehr Details herausfinden und natürlich auch noch mehr Einblicke gewähren. Und sollte das ein Reading sein, mit dem ihr etwas anfangen könnt, liebe Steinböcke, kennt ihr diese Energien, seid ihr in einer solchen Situation oder ist euch das nicht fremd? Kurz gesagt, resoniert das Reading für euch? Dann könnt ihr euch natürlich gerne das weiterführende Reading ansehen. In der Infobox unterhalb von dem Video hier gleich der erste Link würde euch dorthin führen. Natürlich ist es nach wie vor kein Muss, dies zu tun. Ich würde mich sehr über einen Like unter diesem Video freuen, sofern es euch gefallen hat. Genauso wie ich mich natürlich über ein Abonnement freuen würde, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Ich kann damit viel anfangen. Euch kommt es natürlich nicht zum Nachteil. Unabhängig von diesem Reading wünsche ich euch einen schönen August weiterhin. Bleibt gesund und stabil. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen. Und bis dahin, macht es gut.